Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir befinden uns in der schönsten Stadt der Welt, Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion. Das Finale der Heddes-WM 2013. Ihr Kommentatoren, mein Name ist Heddy Potter. Und ich bin Rolli der Schlechter. Die beiden haben sich schon warm gespielt, es geht sofort los. Heineken im Schwarzen gegen Herzinfarkt im grünen Hemd. Jetzt wird entschieden, wer die Angabe hat und dann geht das Spiel los. Und es wird nur mit dem Kopf gespielt, 2 Gewinnsätze bis 11 jeweils und jeder hat immer 3 Angaben, dann schauen wir mal, was hier bei dem Finale rauskommt. So, wer sichert sich die erste Angabe, das ist schon ein leichter Vorteil. Auf jeden Fall für Herzinfarkt jetzt mit seinen Gefürchteten getreten. Oh, jetzt dreht er ihn gar nicht an hier. Super, macht er erstmal einen leichten, aber auch direkt den Punkt. Ist es schön diagonal rausgespielt, den kriegt er nicht. War knapp an der Netzkante hängen geblieben, da ist das Ding angedreht. Ja. Ah, oh, er war noch dran, 2-1. Schöner Passierball an die Kante hinten rangelegt, da denkt man Glück, aber die Jungs sind so gut, die machen das mit Absicht. 2-2 jetzt, ausgeglichenes Spiel im Moment noch. Oh, hinten raus. Nicht zu weit. Der ging hinten raus. Schön, wie er da rechts-links geht, aber von beiden, das ist ein dynamisches Ding. Schon ein kleiner Vorteil, 4-2 jetzt für Herzinfarkt. Aber er spielt alles ein wenig zu lang heute. Ja, aber er hat das ganze Jahr über, seit seinem Weltmeistertitel, hat er das stark gemacht. Da setzt er dann auch dran, er weiß es, er kann es schon, der Heini. Ganz souveräner, sympathischer Typ. So, 6-3, jetzt muss er alle 3 Punkte machen. Oh, schön gleich an die Kante. Das geht hin und her, das geht... Ah, das war ein knapper Ball, der geht hin und her und da sieht man's. Herzinfarkt noch ganz jung dabei, erst ein Jahr mit dabei bei den Turnieren. Trotzdem schon ganz stark gerockt und steht jetzt verdient im Finale, muss man sagen. Kurze Angabe. Ist auch nicht umsonst Zweiter der Weltrangliste mittlerweile. Also die ist er, ich hab gedacht, das wirst du. Nee, da bin ich schon lange nicht mehr so weit vorne. Ich weiß gar nicht. Du warst schon wieder. Oh, verquatscht schon Satzball. Oh, ah, nee, nochmal. Ja. So, und jetzt auf die Platte. Schöner Volley. Surfen-Volley. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Wenn er hoch retourniert und der Mann vorne ist, dann kannst du nur noch reinnicken. Oh, Satz vergeben. Aber man merkt, Heini ist noch nicht ganz drin. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja. Er weiß. Oh, ja, scheiße. Ja, war scheiße. Ja. Sagt er selbst, aber jetzt einmal durchatmen. Genau, 3 eigene Angaben. Vorteil in dem Satz bei ihm jetzt. Schauen wir mal, was er draus macht. Schön flach. Und den macht er, ja. Jetzt geht's besser los, ja. Auf jeden Fall. Schön diagonal raus, oh, auch rechts, links. Schön flach gespielt hier. Oh, und hinten raus, 2-0. Kann noch was gehen, definitiv. Wer ist Christian? Ja. Ah, 2-1 verkürzt. Ja, der ging aber auch schön auf die Kante seitlich raus. Schauen wir mal, ob er mal eine Angabe von ihm kriegt. Nee. Man sieht, wenn der angedreht ist und er springt einfach woanders hin, die sind schwer zu kriegen, die sind ganz schwer zu kriegen. Auf jeden Fall auch schönes flaches Spiel hier gerade. Und jetzt, oh, stark geholt und dann nach hinten. Oh, dabei noch touchiert, aber na, halb so wild, halb so wild. Leichter Cast, das kann er auf jeden Fall. Da kommt wieder das angedrehte Ding. Schön geholt diesmal. Und danach einen leichten Fehler, da fehlt noch was. Was macht er jetzt? Oh, Aufschlagfehler zum 3-3, ausgeglichene Partie. Das kann noch übel werden. Ja. Aufschlagfehler ist normal das Bitterste, was dir passieren kann. Die sind zu leicht. Er macht zu leichte Fehler. Da kennt man einen anderen Heineken. Hoffentlich kann er das noch zeigen. Ja, Volley. Schön pariert. Starke Beinarbeit. Schön am Netz vorbeigespielt. So ein bisschen. So halb am Netz vorbei. Am Netz vorbei, trotzdem dran. Rolli, der Schlechter, hätte selber nicht besser machen können, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Den Punkt muss er. Oh, 6-3, Full Break. Das ist bitter. Alle 3 eigenen Angaben vergibst. Und da alles, was links rausgeht, kriegt er nicht. Ja, vielleicht hat er einen linken grauen Star. Oh. So, jetzt hier muss er noch mal einmal anziehen. Ja. Das kann nicht sein. So, noch mal in sich gehen. Traut sich auch nicht so richtig vor ins Netz. Ich meine. Ja, er ist unzufrieden, das sieht man ganz, ganz klar. Herzinfarkt macht auch so gut wie keine Fehler. Ne?
Jetzt ist er oben, da ist er. Jawohl. Zweimal geholt und oh. Ach du Scheiße, Riesenball. Den will ich später nochmal sehen, wie er da hinten rumflitzt. Ja. Wahnsinn. Und jetzt schon Matchball. Schnell auf dem Bein. Und noch ein Volley vorbei. Zwei nacheinander und ja, der Sieger verdient Herzinfarkt, lässt sich feiern auf jeden Fall. Die Kollegen kommen, Bierdusche gibt. Völlig verdient Weltmeister geworden. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ganz sympathisches Kerlchen, Heineken. War einfach nicht sein Tag, da kennt man ihn auch ganz anders. Ja. Was willst du machen? Der Sniper Schorsch, Dritter geworden, hat man eben kurz gesehen. Ja. Ja. Ah. Druckvolles Finale von Heineken. Aber leider zu weit raus die Bälle und Herzinfarkt macht keinen Fehler und entscheidet das Ding für sich. Ah, er kann schon lachen. Auf jeden Fall. Er weiß, dass er verdient verloren hat. Er war letztes Jahr Weltmeister. Dieses Jahr kann man es auch mal am anderen gönnen dann. Ja, aber lass uns jetzt nochmal den Highlight-Ball angucken. Das interessiert mich wirklich. Da kommt nochmal die zweite Bierdusche. Da gibt es ein paar von geben heute Abend, gehe ich von aus. Völlig zu Recht. Und hat direkt geklappt. Danke an die Regie. Hier Ball des Matches. Einmal aus Heinekens Sicht. Schöner Aufschlag. Volley. Bam. Springt direkt nochmal ab und dann richtig druckvoller Volley. Und da bleibt er an der Platte hängen, deshalb versemmelt er ihn. Aber unzufrieden mit sich, aber wie man sieht, fairer Sportsmann wird abgeklatscht. Ja. Weiter geht's. Jetzt das Ganze noch einmal aus der Sicht von Herzinfarkt. Da wird deutlich, warum es nicht reichen konnte für Heini. Der geht in die Bande, holt den, springt nochmal ab, holt den nochmal. Unglaublich. Da auf dem Weg nach vorne hätte er nochmal gehabt, behaupte ich, ihn zurückgebracht. Hans Olo, der Schiedsrichter, dreht auch durch. Wir haben ein schönes Finale gesehen, verabschieden uns aus Kaiserslautern. Hättest WM, mich interessiert nur, würde gewinnen. Rolli der Schlechter oder Herzinfarkt?